Hallo, mein Name ist Lisa und heute werden wir drei verschiedene Aufgaben zum Thema Optimierung mit Hilfe der quadratischen Funktionen lösen. Lass uns gleich mit dem ersten Beispiel anfangen. Die Zahl 24 soll in zwei Summanden zerlegt werden, so dass das Produkt der beiden Summanden maximal ist. In der Hauptbedingung wird die Information verwendet, die nicht vernachlässigt werden kann. Also sie lautet x plus y ist gleich 24. Die Nebenbedingung lesen wir aus der Aufgabenstellung raus, nämlich p ist gleich x mal y. Jetzt haben wir zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Die erste Gleichung können wir zum Beispiel nach y umstellen und den rechten Teil in die zweite Gleichung einsetzen. So kommen wir zu unserer Zielfunktion. F von x ist gleich x mal, Klammer auf, 24 minus x, Klammer zu. Wir multiplizieren die Klammer aus und erhalten 24x minus x Quadrat. Nun klammern wir den Faktor minus 1 aus und ordnen die Summanden um. Wir erhalten f von x ist gleich minus, Klammer auf. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.